Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Letztes Mal haben wir durch eine längliche Nachricht von Dr. Green, die im Hintergrund auch gerade wiederholt wird, rausgekriegt, dass hier wohl der Großteil der Menschheit ausgelöscht werden soll. Die Benefactors, die Gönner, wie Dr. Green sie nennt, sind scheinbar nur Gönner für die Personen, die entweder sie oder Dr. Green für wertvoll genug erachtet, dass sie überleben dürfen. Keine sonderlich schöne Zukunftsvision. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Mine kaputt. Und schicken dann mal, meine ich, darunter. Dahinter sollen wir eigentlich unseres Ameisenlöwen vor, um zu sehen. Wie ich schon gesagt habe, so etwas würde ich einem Haustier-Ameisenlöwen natürlich nicht antun. Interessanterweise haben die gewartet, bis ich komme und die Ameisenlöwen ignoriert. Das scheint es gewesen zu sein. Die haben gewartet. So. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich tatsächlich nicht tun. So. Hallo ihr. Und ihr geht mal dahin. Jetzt echt jetzt. Die können springen. So. Die leben nicht lange, die Typen. Ich habe aber eben noch eine Selbstschussanlage gehört. Ah, da hinten ist er. Das ist ein Fall für eine Granate. Gelb, wir haben die besiegt. Selbstschussanlage. So, Anna. So. So. Das ist nicht Eli, oder? Nein. Das sieht nicht gut aus. Das machen die mit den Leuten, ja. So. Irgendwelche komischen, fragwürdigen Experimente. Schalter umlegen, Tür aufmachen. So. Hätte ich natürlich einfach warten sollen, bis die, bis ich hier bin und euch dann die Nachricht einmal vorspielen. War jetzt nicht sonderlich klug, aber gut. Der nächste Abschnitt. Wir waren scheinbar schon hier, denn der Boden ist schon aufgebrochen. Das heißt, wir waren auch schon mal Ameisenlöwen. Hier ist das Bild kaputt. Das ist scheinbar die Wäscherei des Gefängnisses. Und da laufen Leute rein und verstecken sich. Gut zu wissen, in der Wäscherei verstecken sich Leute. Hinter den Waschmaschinen. Aha, das hier wird ein Kühlraum oder so sein. Hier sieht aus wie Kühlschränke. Okay, das ist der Essensraum. Und irgendwas ist mit der Kamera in der Wäscherei los. Gut zu wissen. So. Dann würde ich sagen, speichern wir mal.
Denn höchstwahrscheinlich ist der nächste Raum, in den wir reinkommen, die Wäscherei. Da sind ein paar Leute in Deckung. Gucken wir mal, ob wir die schon mal loswerden können. Ah, hier war eine Ameisenlöwenmama. Die haben die scheinbar schon besiegt. Das ist nämlich nicht die, die ich besiegt habe. Und da ist eine Selbstschussanlage. Das ist natürlich Sicherheitsglas, da kommen die nicht durch. Aber vielleicht kriegen die Ameisenlöwen die platt. Ich habe natürlich das Ganze so geworfen, dass die Ameisenlöwen durch die Tür kommen wollen. Bin ich. Ich muss die Granate werfen. Jawohl, beide umgefallen. Fein. So, natürlich musste ich dabei etwas einstecken, vor allem, weil in dem Moment, wo ich in den Eingang gegangen bin, um die Granate zu werfen, sich ein Ameisenlöwe links von mir hingestellt hat, sodass ich nicht mehr aus der Schusslinie konnte. Sowas ist dann immer ärgerlich. Das ist wirklich der Grund, warum ich in diversen Spielen immer ohne Companions spiele, möglichst. Das ist die Wäscherei, hier sind die. Gucken wir mal, kann ich eine Granate bis da hinten hinwerfen? Das sieht so aus, ja. Das hat aber nichts geholfen gegen die Selbstschussanlage. Tod klingt gut. Zumindest wenn es der Tod unserer Gegner ist. Ja, geh mal rein. Kümmert euch da drum. Diese blöde Selbstschussanlage. Jetzt haben wir sie. Das ist der wichtigste Punkt gewesen. Diese Selbstschussanlage. Denn jetzt können meine Käferchen die Leute auch angreifen. Die kommen immer wieder nach. Sieht schlecht aus. Okay, dann geht mir doch nochmal nach. Solange der sich auf mich konzentriert, kann er nicht die Käferchen abschießen. So, jetzt ist noch einer, der steht da unten, die kriegen sie locker platt. So, das war die Wäscherei. Das war die Wäscherei. Da brennt ein Explosiv was. So. So, das Spiel geht wahrscheinlich davon aus, dass man in Wirklichkeit mit den Ameisenlöwen zusammen da reinstürmt. Das ist eine Doppelselbstschussanlage. Da können die Ameisenlöwen noch gar nicht hin. Heute geht man dahinter, da hinten ist eine. Genau, die Mine. Schaltet man die Mine aus. So, dann will ich jetzt hier hin. So, da habe ich jetzt nur drauf gewartet. So. Da ist noch ein Turm drin.
Der muss ausgeschaltet werden. Explosion. Türme aktiviert. Da müssen wir wohl nachhelfen. Granaten haben wir keine mehr. Das ist nicht gut. Es sind sogar beide Türme noch da. Nicht die Waffe ausgewählt haben, ist natürlich auch unklug. Dann laufen wir mal hier hin. So, damit können wir die beiden Türme ausschalten. Hier sind noch welche. Eins. Zwei. So. Da haben wir doch schon mal einiges. Jawohl, die sind auch weg. Und hier können wir uns erstmal wieder heilen. Das ist der Raum oben beim Essensraum, wo die Wachmänner oben drin waren. Na, wo man hier. Wenn es ein Gefängnis ist, kann man hier die Leute überwachen, während sie essen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gibt mir so ein bisschen Bossfight-Gefühl. Warum würde sonst das Spiel jetzt hergehen? Und warum sind hier so viele Tonnen und warum kriege ich sonst volle Energie? Aufmachen. Ist da noch ein Schalter gewesen in dem Raum? Ah, nein. Ich gehe davon aus, dass hier noch eine Ameisenlöwenmama kommt. Und natürlich habe ich keine Granaten, keinen Raketenwerfer mehr. Ja, wie ich mir gedacht habe, Ameisenlöwenmama. Eins. Zwei. Drei. Nicht getroffen. Treffer. Und das war's. Jetzt noch die Soldaten. Sehr schön. So, wir spielen bekanntlich auf einfach. Das heißt, die Ameisenlöwenmama ist nicht sonderlich stark gegen uns. Da kommen wir nicht durch, da kommen wir nicht durch. Wo geht's jetzt als nächstes lang? Hier sieht man auch schon den Rand der... Ah, okay, das ist noch nicht die Zitadelle, aber es sieht aus wie der Rand der Zitadelle. Der sieht dann nämlich genauso aus. Weg. Was ich nehmen kann, dann schieße ich es halt einfach nur weg. Und damit endet auch schon der Abschnitt, an dem uns die Ameisenlöwen hold sind. Jetzt interessieren die sich nicht mehr für uns. So. Und jetzt muss man wissen, das Ding bewegt sich immer wieder nach vorne. Und man muss wissen, wo... Irgendwo kann man dann rein... öffnet sich irgendwie einen Durchgang und man muss wissen, wo, und ich weiß es nicht mehr, wo. Ah, hier ist er.
Da ist er, der Durchgang. Wenn man das nicht rechtzeitig schafft, dann wird einen ähnlich wie die Müllpresse im ersten Teil, das ist also wieder eine Anspielung darauf, quasi eine Anlehnung daran, wird einen die Mauer plattwalzen. So. Und hier ist scheinbar die Zugstation, an der wir Alex treffen sollten, denn da war eben Alex. Ah, hier bist du. Hi, Alex. My dad's up there somewhere. In the holding area. It's gonna take some doing to get him out. Wir kriegen das schon hin. Let's get out of here. Genau. Lass uns hier raus. Und natürlich ein Aufzug. Every now and then a Vortigern gets captured and sends back information, but we don't have a complete picture of the place. The little we do know is all bad. Hm. Ach, wir kriegen das schon hin. Ich halt hier mal, gib dir mal Deckung. These poor people. There. All right, I think I can bring him in. Beeil dich. Die können jederzeit wiederkommen. There. He's on the way. Let's go meet him. Okay. Hey, das so ein Gerät will ich auch. Ha, done. Follow me. Was stellt die sich mir in den Weg? Ich spiele echt nicht gerne mit Companions. Weil typischerweise die KI einfach zu schlecht ist. We're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. But where will you go? I talked to Dr. Kleiner. His portal was almost working again. If he's managed to repair it, we'll end up there. If he hasn't, well, we couldn't be any worse off. It's not worth the risk, Alex. I can't lose you. Get out while you can. We're not leaving here without you. That's final. Du kennst doch deine Tochter. Don't worry, Dad, we'll find her. For now, I'm going to send you to the teleport chamber. I'm not saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there, baby. Also, wir sehen uns, Eli. In der Teleportkammer. So, da sind bestimmt wieder irgendwelche Leute. Hm.
keine gekommen. Okay. Die lernen es nicht. Und ich bin zu doof, die zu treffen. So. Okay, hier muss auch noch mal ein bisschen was zu Kleinholz, zu Feuerholz verarbeitet werden. So, 7 Schuss bzw. 6 Schuss und dann müssen wir ewig nachladen wieder. Okay. Alex? Hast du es schon geschafft? Hey, it worked. Haha. Ich habe mittlerweile mal Durst gekriegt. Schauen, ob wir jetzt das Ding nehmen können und Energie kriegen. Hm. Wir nehmen es zwar, aber wir kriegen nicht wie im ersten Teil Lebensenergie zurück. Ah, da ist sie. Alles ein wenig stark heruntergekommen. So. Da ist auch nichts. So viel zu dem Thema. Ins Büro, ja. According to the schematics, there should be a vent behind those shelves. Ah, okay. Eigentlich wollte ich eher... Nun gut. Es ist echt, ja. Kuh ist nicht, ich bin, Worte. Ich habe immer im Kopf, wenn ich Kuh drücke, schalte ich zwischen der Brechstange hin und her. Dabei schalte ich mit Kuh immer zwischen der letzten und der aktuellen Waffe hin und her. Das ist sehr verwirrend, wenn man etwas wenn etwas anderes passiert, als man erwartet. Denn G schaltet immer zwischen der Gravity Gun und der aktuellen Waffe hin und her. So, G macht das hier. Dann halt so, kommt hier, springt hier nochmal. Wacka, wacka, wacka. Ich weiß, dass ihr da seid, ich kann euch hören. So, mal kurz reinhören. Da ist noch eine. Aber wo? Ach, egal. Die muss hier irgendwo gehangen haben, dass man es nicht sieht. So. Halt hin, ist. So. Look at the monitor. Ich sehe keinen Monitor. Da ist noch einer. So, das war zum nächsten kommen. Und weiter geht's. Speichern eben. Und zwei Selbstschussanlagen. Okay. Granaten.
Karte. Und zwei MGs zerstört. Sehr fein. Hier drüben gab es neue Granaten. Dann sammeln wir doch mal ein. Da endlos Vorrat an Granaten. Und weiter geht's. Wie gesagt, wir kriegen von denen weder Energie noch Munition noch irgendwas. Der hat sich ein bisschen Zeit gelassen, bis er schießt. Ja, komm her. Nein. Ah, hier kann ich jetzt auch problemlos eine Granate reinwerfen. Wodurch, ich schnappe mir nochmal eben die Position wieder. Eben zurück ins Büro und die Munition wieder aufgefüllt, die Granate wieder zurückgeholt. So. Und dann können wir rein. Ah, da wären auch Granaten gewesen. Okay. So, zwei Selbstschuss-MGs. Beide weg. Granaten wieder auffüllen. Und speichern. So. Okay, dann war das eben doch der Weg da rein. Und Ladebildschirm. So, das heißt, wir haben wieder eine Tile Map fertiggestellt. Okay. So, jetzt können wir die für uns benutzen. So, das ist wieder eine Art von Bossfight. Ich muss jetzt wieder einfach quasi überleben und die Soldaten killen, bis Alex kommt. Also hier kommt einfach eine feste Anzahl von Soldaten von beiden Seiten und die können durch die Wand durchschießen. Achso, na klar, okay. Die können durch die offenen Fenster schießen. Okay. Das war jetzt natürlich sehr intelligent. Hier können die. So, jetzt habe ich zumindest etwas Ruhe. Bis sowas passiert. Aber tatsächlich kann ich die einfach wieder hinstellen. Das ist nicht sonderlich schwer. Ich stelle die jetzt mal dahin. So.
Jetzt ist die Turret weg. Das ist natürlich ungut. Ah, die haben sie runtergeworfen. So, und wie sieht's mit der anderen aus? Die steht noch, sehr schön. Mit der Waffe rumschießen. Das heißt so viel wie letzte. Nein, nicht letzte Welle. Glad to see you're okay. Let's see if we can find Mossman. It looks like this station might give me better access. There she is. Wait a minute. How'd she. It's from your area. I'm not calling about that. What's she up to? You promised you weren't going to touch Eli. Oh my god. The soldiers were a bit overzealous, I admit, but he was too tempting a prize to simply turn loose. Especially in the absence of Gordon. Wait a minute. You would have had Freeman if you'd been patient and just waited for my signal. Die arbeiten zusammen. We weren't sure you were ever going to get around to that. Human loyalties being what they are. Dr. Britton. As I have stated before. You have to let Eli come around on his own. I have known Dr. Vance far longer than you, my dear. I'm afraid your feelings for him may have blinded you. Feelings? This has nothing to do with feelings. It's a simple truth that when Eli believes this is not open to debate, Dr. Mossman. Doctor, please. So sorry, Judith. I'm all out of time. Damn her! I don't believe this! Ich glaub's auch nicht. Die hat uns die ganze Zeit verarscht. Now we've really gotta hurry. Go on ahead. I'll disrupt the next level of security and catch up with you when I can. So ist das. Nicht immer wird Vertrauen gebrochen, aber man muss gut auswählen, wem man vertraut. Ich lade nochmal meine Lebensenergie auf, soweit es geht. Mossman. Diese falsche Schlange. Soweit ich weiß, müssen wir jetzt hier lang. Gut. So umliegendes Zeug. Selbst so ein Bettgestell ist doch kein Problem für uns. Nicht mit der Kanone hier. So. Wer stellt eigentlich immer den Dreck hier so hin? Also ich meine, das ist ja jetzt eindeutig keine Barriere, die es Combine mir gestellt hat. Naja. Ich würde sagen, ich sehe nämlich gerade, die halbe Stunde ist um. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Sehen uns nächste Woche wieder. Das heißt, ich kann jetzt Mittagessen gehen. Und wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Von daher, ciao, miau.